Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei LevisCard1210 zu einem Unboxing. Heute packe ich die Blu-ray von dem brandneuen Film Der Spion und sein Bruder aus. Ja, der Film ist vor ein paar Tagen am Donnerstag erst erschienen auf DVD und Blu-ray und ich habe mir die Blu-ray-Version besorgt. In den Hauptrollen spielen Sacha Baron Cohen und Mark Strong. Und Sacha Baron Cohen kennen wir natürlich durch seine Rollen in Borat oder Bruno oder Ali G. Ich finde ihn einfach super lustig. Dieser Geheimagent ist bestens ausgestattet. Ja, das volle Package. Achtung, nur für Männer. Warum hier so ein Sticker drauf klebt? Keine Ahnung, Freunde. Im Original heißt er übrigens The Brothers Grimsby. Und das ist der neueste Streich von Sacha Baron Cohen. Ja, so, schauen wir uns mal an. Von der Seite, Freunde. Das ist der Spion und das ist der Bruder davon. Der beste Sacha Baron Cohen seit Borat. Aha. Okay, Nobby, ein genauso netter wie dummer englischer Fußball-Hooligan, hat alles, was ein Mann aus dem heruntergekommenen Fischerort Grimsby begehrt. 9 Kinder und die hübscheste Freundin im ganzen Nordosten Englands. Doch ihm fehlt etwas zu seinem Glück. Sein jüngerer Bruder Sebastian, den Nobby seit 28 Jahren sucht. Nobby will sich mit Sebastian treffen und ahnt nicht, dass sein Bruder als Agent des britischen Geheimdienstes Pläne für einen hervorstehenden Terrorangriff enthüllt hat. Sebastian wird zu Unrecht verdächtigt, muss fliehen und merkt, dass er, um die Welt zu retten, die Hilfe des größten Vollidioten des Planeten braucht. So die Beschreibung, Freunde. Und wir sehen hier die wunderschöne Penelope Cruz spielt auch mit. Wunderbar. Ja. Sieht nach jeder Menge Action und Spaß aus, Freunde. Wir haben hier extras das Making-of von Der Spion und sein Bruder, Linorama, witzige Outtakes. Und auf Blu-ray exklusiv gibt es unveröffentlichte Szenen, Versprecher und Der Elefant im Raum. Ich denke mal, diese Extras gibt es auch auf der DVD, diese dann nur auf der Blu-ray. Ein paar sehr schöne Bilder und ja. Ich heiße ihn grün. Okay, wer den Trailer angeschaut hat, weiß, was ich meine. Bildformat ist High Definition Widescreen 16:9 in 1920x1080p. Sprachen, Tonformat Deutsch, Englisch, Spanisch in 5.1 DTS HD. Untertitel haben wir Deutsch, Englisch und Spanisch und noch Türkisch. Ja. Bonus ist nur in Englisch, ist in High Definition und Deutsch und Spanisch sind da die Untertitel. Das Ganze hat eine Laufzeit von 83 Minuten und jetzt packen wir das Ganze mal aus. So, da ist die Blu-ray-Schleife, Freunde. Ich habe übrigens ja nicht diesen Preis bezahlt. Mit Gutschein kam der mir 10,99 €, also 11 €. Ich denke, da kann man sich ruhig die Blu-ray gönnen, Freunde. Eine Launch Blu-ray ist ja immer gut. So, hier steht noch, Achtung, extrem drastische Extras. Die volle Ladung urkomischer Inhalte. Aha, okay, hier sehen wir das ganze Cover nochmal. Ich glaube, das ist seine Freundin. Ja, schon guckt und hier... Die Frisur, ah, Sacha, du bist einfach der Hammer, Freunde. Also das ist einfach, der Typ ist so mega lustig. Ich finde ihn einfach super. So, da haben wir den Digital HD Ultraviolett Code. Und hier die wunderschöne Blu-ray. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, warum hier so ein Elefantenhintern mich anguckt. Ein Elefantenhintern, Freunde. Yay! Okay, dann werde ich ja sehen, warum das so ist. Hat da bestimmt einen Grund. Ja, Freunde, das war das Unboxing zu Der Spion und sein Bruder. Ein neuer Animationsfilm, sage ich schon. Komödie von Borat. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen.
Ich sag bis demnächst. Bye, bye.